Rasch und einfach zubereitet sind die Aperol Lachsröllchen. Ein raffinierter Auftakt für ein feines Festtagsessen. Schön, sind Sie auch heute dabei. Grüezi miteinander. Für die feine Honig-Senfsoße einen Esslöffel milden Senf und 2 Esslöffel flüssiger Honig in ein kleines Schälchen geben. Wenig Condimento Bianco drunter rühren. Vom Dill 2 Esslöffel fein schneiden und ebenfalls beigeben. Die Soße mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Ein Esslöffel von der Soße in einen tiefen Teller geben. Die Gurkenstängel werden nämlich später drin gewendet und gewürzt. Für den Lachsaufstrich Bio-Frischkäse in ein Schälchen geben. Die Schale von einer Bio-Zitrone dazu reiben. Zusätzlich noch ein bisschen Saft beigeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Die dünn geräucherten Lachstranchen eventuell noch halbieren. Die geschälte Gurke in ca. 5 cm lange Stängel schneiden. Die jetzt mit der auf die Seite gestellten Soße mischen. Ebenso noch ein schönen Rucola parat stellen. Frischkäsemasse nochmal kurz aufrühren und dann auf dem Lachs verteilen. Jetzt den Lachs mit der Frischkäsemasse dünn bestreichen. Je ein Gurkenstängel und wenig Rucola drauflegen. Den Lachs locker aufrollen und dann mit einem Zahnstocher fixieren. So weiterfahren, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Zum Schluss die Röllchen mit der Honig-Senfsoße grosszügig beträufeln. Die raffinierten Lachshäppchen bringen den Apero ins Rollen. Das war es für heute. Merci fürs Hineinschauen und von ganzem Herzen noch schöne Festtage. Ade miteinander.